Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei JCB Pioneer Mars. So, wir sind hier gerade in unserer Basis. Ich habe einmal neu geladen, damit wir jetzt vielleicht nicht mehr diesen Fehler haben. Was ist denn eigentlich das hier? Not active. Okay. Das war hier das, wo wir was herstellen konnten, oder? Nee, wo war das? Das war hier. Ja, hier kommen wir Sachen herstellen. Das sind alle möglichen Sachen hier. Ja, Repair Ammo. Aber warum soll ich die herstellen? Ich habe doch genug. Die liegen ja überall rum. So, gut. Dann hier, das war's dann hier so. Gucken wir mal. So, ich habe mir gedacht, wir machen heute mal was anderes. Wir sind jetzt so die ganze Zeit mit dem Rover durch die Gegend gefahren. Sieht so verrostet aus da oben. Vielleicht fahren wir heute mal mit dem Bagger. Mit dem sind wir lange nicht mehr gefahren. Die Baustelle, wo wir unser Carbon herbekommen, ist nicht so weit weg. Warte mal, ich sehe gerade was. E. F. Okay. Ah, sehr schön. Carbonstahl können wir schon mal herstellen. Das können wir auch machen. Ja, dann kann das schon mal laufen hier. Was sieht's denn hier drüben aus? Achso, da kann ja nichts gelaufen sein, weil da hat man, glaube ich, auch gar nichts gestartet. Ja, Carbon. Wobei, das Carbon reicht uns eigentlich. Wir haben genug Carbon hergestellt. Na komm, wir fahren noch einmal mit dem Bagger. Wir fahren so selten mit dem Bagger. Da können wir ruhig mal... Das ist ja gar nicht. Wir fahren so selten mit dem Bagger, das können wir ruhig mal machen. Da haben wir mal einen anderen... sehen wir mal was anderes. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Research Points habe ich wahnsinnig viele. Geld habe ich nicht so viel. So. Ja, guck das mal an. Wie der sich freut, dass wir mit dem fahren. So. Der ist halt grottenlahm. Aber der hat sich's mal verdient, dass er auch mal genommen wird. Der bräuchte halt mal so ein Turbotriebwerk. Der hat halt mehr Ladekapazität wie der andere. Ich zeige euch das mal. Der kann 120 laden, unser Rover kann nur 80 laden. Und vielleicht können wir hier sogar die Ladekapazität noch ein bisschen erhöhen. Ja, ich habe den Fehler gemacht, ich bin stehen geblieben. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich glaube, wir fahren hier hoch. Das ist nicht ganz so steil. Ah, nee, kommt da. Jetzt darf natürlich kein Sandsturm kommen, weil mit dem Bagger können wir nämlich ganz schlecht irgendwie abhauen. Ja. Es ist toll, dass es einen Bagger gibt. Es ist wirklich toll. Ja. Also, ich habe da auch echt Bock drauf, mit dem Bagger was zu machen, aber ihr seht, wie lahm der ist. Und, das zerstört so ein bisschen den Spielspaß, weil du musst halt ewig lange warten, um wenn du irgendwo hinfährst. Obwohl, ansonsten finde ich den ganz toll. Ich mache mal einen Screenshot. So. Ich finde den toll, aber leider ist er sehr lahm. Der Radlader ist relativ schnell, der kann aber nicht baggern. Das heißt, da kannst du irgendwie auch keine Sachen irgendwie mit aufladen. Momentan ist es ja so, dass wir noch keine... Es gibt ja nicht so viele Kisten, die wir irgendwie ausbeuten könnten jetzt mit unserem Radlader. Ihr müsst mal auf die Kettengondeln achten. Es ist total lustig, wie er ab und zu mit seinen Füßchen winkt. Jetzt habt ihr es gesehen, oder? Ach, wir müssen ja in die Säure. Ich bin mir nicht sicher, ob der die Säure aushält. Hey, da lag ein Kieselstein. Oh.
Wolltest du in dem Kieselstein spielen? So, wir sind bei einem Schaden von 79%. Ja, doch, tatsächlich 79%. Ich bin entsetzt. Wir gucken mal, ob wir in die Säule reinfahren können, ohne dass was passiert. Nee. Ach Mann. Jetzt können wir noch nicht mal mit dem baggern. Sind wir mit dem hierher gefahren und jetzt können wir noch nicht mal mit dem baggern. Ich steig mal kurz aus. Ach Mann. Das finde ich jetzt echt blöd. Der hat doch so ein bisschen Eigenleben. Seht ihr? Da? Eigenleben? Wahrscheinlich, wenn ich jetzt fertig repariert habe, dreht er einmal seinen Aufbau. Nee. Ja, schade. Sehr, sehr schade. Also damit können wir noch... was soll das? Ich wollte gerade mal gucken, ob wir einfach so baggern können, aber das können wir auch nicht. Was ist auf so? Nee, so? Nee. Jetzt komme ich hier aus dem Baumodus nicht raus. Warte. Ja, kein Wunder, dass er so langsam fährt. Das ist eine Bodensonde, das muss so sein. Ja, also es ist jetzt kein Fehler oder so. Nee, das ist, der sondiert den Marsboden. Ja, also das ist so eine Spezialsonde, die gleitet wie durch Butter durch den Marsboden und scannt nach Anomalien und nach... Basen von Marsmenschen, weißt du? So, also von Marsianern. Und das ist alles in Ordnung. Das muss so. Jetzt zieht ein Bagger vorne aus der Erde raus. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, damit die Leute mir das glauben. Ist er noch langsamer? Mein Gott! Das glaubt einem doch keiner. Na also. Ist halt sehr schade. Mit dem Bagger zu fahren macht halt auch Spaß und man hätte bestimmt auch ganz tolle Sachen mitmachen können. Aber ich meine, so ist es halt echt. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der Rover bleibt unser Favorite. Wenn ihr natürlich jetzt sagt, naja, du hast natürlich auch den Bagger nicht upgedatet und der braucht wahrscheinlich ein paar Updates und dann wird er schneller, dann kann der mehr, dann hat der mehr Schutz vor Säure und so. Das stimmt alles, das müssen wir mal demnächst mal machen, weil sowohl unser Radlader wie auch hier unser Bagger sind natürlich ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden mit den ganzen Upgrades und so. Aber, ich meine, guck mal, so kannst du nicht spielen. Jetzt fahren wir zum Glück gleich bergab. Wenn wir oben angekommen sind, fahren wir bergab und dann können wir wieder parken.
Es ist sehr schade, weil ich hätte nämlich... Ist der Aufbau schief? Der Aufbau ist schief, oder? Wisst ihr was? Ja. Was soll ich dazu sagen? Weißt du, was soll ich dazu sagen? Und du wunderst dich, dass wir nicht so oft mit dir rumfahren, oder was? Du gibst dir ja noch nicht mal ein bisschen Mühe. Du kleiner Bagger. Los ins Körbchen. Fahr in dein Körbchen. So, los. Los. Fahr in dein Körbchen. Ist doch schief, oder? Ponk. Warte mal. Ich glaube, jetzt ist wieder gerade. Ich glaube, ich habe das mit der Taste A selber gemacht, dass der so schief war. Ich steig mal aus. So. So, wir gucken uns das jetzt mal an. Hier ist nämlich die Baggersteuerung. Wir gucken uns mal hier rein und wollen mal gucken, ob was wir hier im Tech-Tree alles noch machen können. Wir sind jetzt hier. Ihr seht, wir haben den noch gar nicht so viel aufgewertet. Was haben wir denn hier? Hazard, da. Batteriekapazität, Korrosionsschild plus 5. Das ist das, was wir brauchen. Können wir uns aber noch nicht leisten, weil wir haben momentan nur 20.000. Wir können natürlich hier researchen ohne Ende. Ich mach mal hier Research, ganz viel Research, weil ich weiß gar nicht, ob wir vielleicht Punkte bekommen, wenn wir das ganze Research auch abschließen. Ist ja durchaus möglich, dass wir, das können wir nicht mal researchen, dass wir vielleicht zusätzliche Erfahrungspunkte bekommen, wenn wir hier Research betreiben und so. Hier ist jetzt die Frage, in welche Richtung wir gehen wollen. Was ist das hier? Racking, Top Speed plus 10. Ja, das können wir tatsächlich gebrauchen, ganz ehrlich. Top Speed. Also von dem, was wir eben gesehen haben, kann man überhaupt nicht von Top Speed reden. Was haben wir hier? Korrosionsschild, Kapazität. Was haben wir hier? Batteriekapazität. Radiation Shield kommt auf jeden Fall jetzt immer dazu. Ach, Korrosion. Und hier ist Radiation. Und das ist korrosiv. Okay. Dann haben wir hier Top Speed nochmal plus 10. Das ist sehr gut. Kapazität. Korrosionsschild nochmal plus 5. Warte mal, war hier vorne noch mehr? Nee, das war's dann. Und dann haben wir hier nochmal Top Speed. Ja, ja, Research. Das machen wir auf jeden Fall Research. Ich glaube, wir gehen hier oben entlang. Da kommt noch einiges auf uns zu. Kostet aber auch 27.000. Können wir uns noch nicht leisten. Vielleicht wird er ja dann ganz gut. Vielleicht. So, pass auf. Wir gehen mal hier raus. Da. Und wir gucken mal. Es kommen überhaupt keine Sandstürme mehr. Ist euch das schon aufgefallen? Ja. Jetzt brauchen wir unseren Rover wieder. Ist sowieso unser Liebling. Ist unser Lieblingskind. Der Rover ist unser Lieblingskind. So. Hier. Reparatur. Ich wünschte, ich hätte so einen kleinen Reparaturroboter, der hier durch die Gegend fliegt. Der kann ruhig Strom verbrauchen oder irgendwie sowas. Aber dass man hier nicht andauernd diese Reparaturen durchführen muss. Gut, also da müssen wir jetzt mal gucken hier. Das mit den Reparaturen, das geht mir halt
echt auf den Geist hier. Guck mal, wie viel kaputt ist. Andauernd. Du kannst hier andauernd deine ganze Basis reparieren. Und wenn du halt so 30, 40 Gebäude hast, dann kommst du halt hier echt nicht voran. Du musst die ganze Zeit nur am Reparieren und kannst irgendwie gar nicht spielen. Und so. So, es wird schon wieder Nacht. Ich mach mal das Licht an. So, was auch hier Licht war. Das da. So, Carbonstahl müssen wir herstellen für unsere nächste Baustelle. Und das hatten wir ja schon hier in Auftrag gegeben. Ja, nicht dran fahren, sonst kriegen wir nämlich gleich wieder Schaden. So, Carbonstahl. Nur ein Carbonstahl, wieso nur einer? Pure Iron fehlt. Hä? Silikate. Okay, Silikate. Refined. Ist das schon refined? Okay, dann können wir da mal welche von rausnehmen. So, die Hälfte. Dann haben wir hier wieder Platz. Und Silikate fehlen bei unserer anderen Baustelle hier hinten. Die wollten wir aber noch nicht abschließen, weil die Mission gerade nicht aktiv ist. Genau. Die lagern wir mal hier ein. Wir haben die ja jetzt schon da. Das heißt, wir könnten eigentlich auch das Ding da beenden, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir dann die Punkte bekommen. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. So, wir gucken mal hier Silikate wegen 68. Ja, das kriegen wir gut hier rein. Dann das Zink kann auch erstmal hier raus. Und dann hat man eben gesagt, Pure Iron muss hier rein. Nur 3 Stück? Ah, nee. Achso, ich habe nur 3. Achso, ja, gut, dann. Dann soll das so sein. Oh, da ist was kaputt. Das ist ja schon lange nicht mehr passiert, dass da was kaputt geht. Wie konnte denn das passieren? Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Oh je. So. Und hier kap... Habe ich das Carbon gerade rausgetan oder was? Bin ich jetzt blöd? Habe ich gerade das Carbon ausgeladen? Sekunde. Ist hier irgendwo Chrom? Ist hier irgendwo C? Für Carbon? Oder hat das alles verbraucht? Wir hatten noch ganz viel Carbon geholt. Ach nein, wir wollten viel Carbon holen. Stimmt, wir wollten viel Carbon holen. Ja, wir wollten viel Carbon holen. Das hat ja nicht funktioniert. Gut, dann auch mal ja hinten. Das war ja gerade das Drama, was wir hatten. So, gut. Cargo. Und dann hauen wir das hier rein. Und Titan nimmt er hier auch nicht an. Gut, dann... Ja, Carbonstahl. F. So, und... Jetzt ist 0 von 80 hier drin. Ja, also der ist jetzt wirklich leer. Jetzt fahren wir schon mal noch schnell rüber zu unserer Abbaustelle. Und ich hoffe, wir bekommen jetzt genug Carbon zusammen. Das war das letzte Mal auch schon das Problem mit dieser Abbaustelle. Vielleicht ist das tatsächlich eine Abbaustelle, die auch irgendwie einen Bug hat oder so. Ich bin mir da nicht sicher. Aber wenn es jetzt wieder nicht klappt, dann liegt es irgendwie an der Abbaustelle. So. Und ich hoffe, dass wir jetzt da nicht wieder das Problem haben, dass nach ein, zweimal abbauen dann der Rover sagt, ich bin voll. Da muss man halt ewig lange immer hin und her fahren, bis man dann irgendwann alles voll hat. Und das, ja, also dafür ist die Strecke dann doch zu weit weg. Ganz klar. Ich weiß jetzt nicht, warum das Kreuz in der Mitte so rot ist. Was soll denn das bedeuten?
kann mir das jetzt gerade nicht erklären. Weil wir haben ja den Abbaumodus gar nicht aktiviert. Das ist ja dieses Zeichen für den Abbaumodus. Brems. So. V. So, Carbon 7 ist schon mal ganz gut. Jetzt kommt natürlich eine ganze Menge anderes Zeug dazu, was wir gar nicht so gebrauchen können. Wir bräuchten jetzt mehr das Carbon. Das wäre halt wichtig. So, jetzt ist das Cargo voll und jetzt glaube ich das auch, weil jetzt haben wir ja eine ganze Menge geladen. Hier, guck mal, hier Carbon, 17 Carbon, Kupfer haben wir auch hier 10 geladen. Das kommt auch hin, aber vorhin, das war halt irgendwie, das war merkwürdig. Also es war tatsächlich ein Absturz vom Spiel, man muss dann einfach neu laden. Und schon klappt das auch mit dem Cargo. So. Der hier hat genug Resonanz, Resistenz gegen Korrosivschutz, Schutz gegen Korrosivschäden, das war's. Mit dem können wir da reinfahren, ich glaube sogar bis zur Stufe 12 können wir da schon reinfahren. Aber der Bagger muss da noch deutlich abgedatet werden. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwas wieder haben, was wir verkaufen können. Es wäre natürlich toll, wenn wir irgendwie nochmal so blaues Gold finden könnten, weil das hat ziemlich viel Geld gebracht. Ich glaube, war das 3000, die pro blauem Gold irgendwie rausgeworfen wurden? Ich bin mir nicht mehr sicher. Bei unseren Freunden, die nicht mal Hallo sagen, die einfach gleich wieder wegfliegen. So, hier hoch und dann... Weiß ich gar nicht, 17 Carbon haben wir gesammelt, ob das jetzt reicht, um unsere Produktion da anzuleiern. Wir müssen ja noch 2 Stainless Steel herstellen, das heißt, wir müssten noch 5-mal Carbonstahl herstellen. 5 ist also jetzt gerade die Zahl, die für uns wichtig ist. Ich versuche nochmal zu springen. Hey, das war fast ein guter Sprung. Und dann kam dieser blöde Felsen da. Den muss ich ein Stück verschieben, damit ich das nächste Mal da schön gechillt runterspringen kann. Diese 3 Stainless Steel, die halten uns so dermaßen auf. Ist unglaublich. So. F. Ja, ist jetzt hoffentlich hier noch ein bisschen Cargo frei. So, wir hatten jetzt gesagt, Carbon muss hier rein. Dann haben wir jetzt hier 3-mal Carbonstahl. Das reicht schon mal für eine Produktion. Und dann wollten wir jetzt hier machen Carbon raffinieren. Und dann hier unten Pure Iron fehlt uns. Ein Pure Iron, das habe ich auch dabei. Das können wir da reinlegen. Pure Iron ist jetzt da, aber doch, jetzt geht's. Achso, es reicht ja nicht. Wir brauchen immer 3 Stück. 3 von den Carbonstahl ergeben ja nur 1 Stainless Steel. Stimmt. So, nochmal aussteigen, weil sonst produziert der nämlich hier so langsam, wenn wir das nicht reparieren. Ja, toll. Da ist die Munition leer. So, das lege ich jetzt mal wieder auf die 1, wo es eigentlich auch hingehört.
die läuft wieder. Dann haben wir hier einen Schaden an dem Solarding. Das ist halt echt nervig, dass man hier andauernd irgendwelche Reparaturen machen muss. Weil du halt echt von deiner Mission auch total abgelenkt wirst und so. Und das ist halt echt nicht... Ja. Ich will jetzt nicht sagen, das ist nicht realistisch. Ich habe keine Ahnung, wie schnell auf dem Mars was kaputt geht. Ich kann mir schon denken, es geht schnell was kaputt durch den feinen Staub und so. Aber ja, es kann nicht so sein, dass zukünftige Mars-Missionen 80% des Tages damit beschäftigt sind, irgendwie kleine Schäden auszubügeln. Ja, muss nicht wahr sein, oder? So, Carbonstahl haben wir gesammelt, 3 Stück. Eins liegt noch hier drüben drin, das heißt, wir bräuchten noch 2x Carbonstahl. Eins haben wir hier noch auf Reserve. Da. So, da legen wir die 3 dazu. Und ja, wir brauchen leider 3 Stück, siehst du? Und es läuft jetzt 1 durch und dann fehlt uns noch Carbonstahl, fehlen uns dann noch 2 Stück. Die müssen wir irgendwie noch herstellen. Und dann gucken wir mal kurz, warum es hier nicht geht. Wenn es jetzt am Eisen liegt, das finden wir vielleicht nochmal in irgendeiner Kiste. Ja, es läuft. Guck mal hier. So, das lassen wir mitlaufen. Ein Carbonstahl ist schon... Oh! Es gehen plötzlich 4 Stück. Wie konnte denn das passieren? Das müsste ja dann sogar schon reichen, dass wir hier den letzten herstellen können. Dann können wir ja vielleicht die Mission noch abschließen. Das machen wir jetzt auch noch. So, müssen wir noch die 25 Sekunden warten. Und dann fahren wir schnell rüber und dann werden wir unsere Mission beenden und dann werden wir uns unsere Punkte abholen. Und dann müssen wir leider die Folge beenden, weil ich bin ja heute ein bisschen in Zeit. Ich habe heute wenig Zeit und ich wollte gerne so 5 Aufnahmen wollte ich mindestens schaffen. Oder ich wollte 5 Aufnahmen schaffen, so viel passt in meine Pause, die ich zwischen 2 Aufträgen habe. Denn wenn ich jetzt gleich fertig bin mit Aufnehmen, muss ich ja auch noch die Folgen ins Rendering hauen. Das dauert auch noch mal einen kleinen Moment. So. Aber wir haben die 2 Carbonstahl, die wir für unsere aktuelle... Guck mal, da oben steht es auch schon. Wir sollen die Sachen noch in den Printer packen und dann müsste das bald fertig sein. So, Load. Und wir sehen hier Stainless Steel, es fehlen noch 2 Stück. Jetzt fehlt gar nichts mehr. Und da sind sie fertig. Unsere Crewquartiere, die keinen Anschluss haben, oder? Aber wie konnten sie doch bauen? Die haben keinen Anschluss. Oh, ich fahre verkehrt rum. Moment. Hey, preparing for colonization complete. Da müssen wir uns in der nächsten Folge mal drum kümmern. Vielleicht müssen wir diese Tunnel nochmal... Was war das denn? Ich hab's euch gesagt, wir müssen darauf achten, dass repariert wird. Da hinten habe ich schon lange nicht mehr geguckt. Ich weiß nicht, was da stand. War das ein Waste Management? Mist, das ist ganz neu, dass das explodieren kann. Jetzt hat natürlich hier alles Schaden abbekommen. So, ich bleib mal hier stehen. Und dann müssen wir auf jeden Fall eine Reparatur-Dings machen. So, wir gucken mal hier. Das gibt jetzt erstmal Punkte. Und wir claimen mal hier unsere
Mission. Haben wir dafür jetzt auch Punkte gekriegt? Ich bin jetzt gerade gar nicht sicher. Food for the Tough. Okay. Das ist die einzige Mission, die gerade... Ah, hier. Da ist der Reward. So, 25.000 haben wir gekriegt. Jetzt haben wir hier Food for the Tough. Die nächste Mission steht an. Und wir gucken uns in der nächsten Mission mal an, wie das Ganze so aussieht. Und da werden wir aber erstmal gucken müssen, dass hier vielleicht nicht noch mehr explodiert. Wie zum Beispiel das da hinten. Das sah gerade nicht so toll aus. Macht's gut. Bis zur nächsten Mission. Folge. Da müssen wir mal gucken, was da passiert ist. Bis dann. Tschüss. Hier ein Blick auf zwei von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.